Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe das schon mal ein bisschen auseinandergepflückt. Und zwar sehen wir hier diese beiden Ventile. Hier der Frostschutzzumischer. Und da leckt das immer. Können wir mal von oben gucken. Wenn der Schlepper Druck aufbaut und dieses Ventil zum Frostschutzmittel zumischen geöffnet ist, geht der Druck kurz bevor, ja, die Luft nach draußen gefördert, bevor das Überdruckventil aufgeht, hier in den Behälter rein und dann spritzt alles raus. Wenn das Ventil zu ist, geht da trotzdem Druck rein, sodass das sprudelt. Ich blende euch mal ein Video ein. Ja, genau. Und deswegen wollen wir heute die Ventile auseinanderbauen und mal gucken, was da los ist. Hier sieht es schon wieder aus wie ein Schlachtfeld. Und die Dinger sind schon mal raus. Das ist dieser, ja, der Frostschutzbehälter, Druckminderer und hier dieser Zumischer. Und David ist auch dabei. Man sieht nur den Kopf zwischen den ganzen Kram rausgucken. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier steht eine 17. Das heißt, das Teil ist scheinbar produziert 2017. Das ist schon mal neu gekommen, das Ding. Wir basteln das jetzt hier erstmal auseinander irgendwie und dann gucken wir mal, woran es liegt. So, wir haben das Ding jetzt auseinandergebaut. Erstmal ist da der übelste Schmock drin gewesen. Und hier so eine Membrane, die kaputt ist. Würde ich definitiv so sagen, dass das das Problem ist. Man könnte das Ventil jetzt noch rausmachen. Holt man mal eine Sägeringzange zu. Mhm. Und hier oben, das, ja. Das scheint sich ja irgendwie 0,0 zu bewegen, ne? Muss sich das denn bewegen? Naja, irgendwo drauf muss das ja arbeiten. Ach, da sind Bohrungen, da oben. Und da ist die Dichtung im Eimer. Ja, den Frostschutzzumischer, der ist kaputt, habt ihr gesehen. Den muss ich jetzt erstmal irgendwo neu bestellen. Das dauert natürlich, bis der kommt. Und von daher kommen wir jetzt an der Stelle nicht weiter. Und ja, das bleibt dann jetzt hier erstmal so, bis wir ein neues Teil haben.
Ja, ihr habt ja gesehen, extrem, ja, dichte Tannenbäume. Ich meine, guckt euch das hier mal an, die Wand. Und entsprechend auch viel Biomasse, ne? Das Stück soll stehen bleiben und deswegen haben wir die jetzt hier nochmal ein bisschen vorgezogen hier und dann zerkleinern wir das noch einmal fahren und das ist schon fertig hier. Aus. Ja, hier nochmal der Vergleich. Und ja, man sieht ja die Stämme schön oberflächlich abgetrennt, sondern gefasert. Und dann kann hier irgendwann im Sommer schön gemulcht werden, gefräst werden. Ja, Mulchmaterial sieht so aus. Gut. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. So, wir stehen gerade wieder an der Stelle, wo das Projekt Naturschutz Wegerandbegrünung umgesetzt werden soll. Da haben wir jetzt Anfang März. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen gegraben, wie es von der Feuchte her aussieht. Ne, weil wir wollen ja hier ein feinkrümeliges Saatbett herstellen. Und wenn jetzt diese Wegeränder, es ist ja wie so eine Mulde hier so ein bisschen, wenn sich hier noch Wasser ablagert oder abgelagert hat und der Boden noch feucht ist, kriegen wir natürlich kein gutes Saatbett hin. Sieht aber ganz gut aus, von daher werde ich das mal anstoßen, dass wir das dann nächste Woche hoffentlich in Angriff nehmen. Genau, hier habe ich auch noch mal gegraben. Hier ist der Boden tatsächlich ein bisschen schwieriger, klebt auch noch ein bisschen, aber die Regenwürmer haben wir auch noch nicht so Bock bei 6 Grad. Aber ich denke mal, dass wir das dann nächste Woche mal hier abarbeiten können.
Ich hatte gerade ein Paket von Winkler bei mir liegen. Und zwar habe ich bei Winkler die Frostschutzpumpe bestellt. Habe ich da eine ganz neue Pumpe bestellt, weil der Dichtsatz oder der Reparatursatz fast so viel wie die neue Pumpe gekostet hätte. Auch super schnell da. Gestern bestellt, heute Mittag schon geliefert gewesen. Nur leider ist es kein Wapco-Teil, sondern ein Knorr-Teil. Und dementsprechend, ich meine, jetzt könnte man sagen, gut, Frostschutzpumpe gleich Frostschutzpumpe. Ja, stimmt vielleicht auch, aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob das passt, weil das eine andere, ja, anderer Hersteller, andere Bauform, ne? So, wieder gehen in die Leere. Und jetzt vergleichen wir das mal mit den anderen. Ja, ne, man sieht, ist irgendwie ganz anders, ne? Naja, gucken wir mal. Wir müssen jetzt die Anschlüsse hier umschrauben, dieser Winkel und dieses Verbindungsstück. Wir haben geguckt, also von der Bauform her passt das auf jeden Fall. Von der Einbautiefe und von den Lochmaßen. Ja, das neue Teil ist eingebaut, hat doch gepasst tatsächlich. Oh, es wird auch schon wieder dunkel. Jetzt lassen wir mal Probe laufen, ob das dicht ist und den Rest mache ich morgen, die Verkleidung ran und die Kabel ordentlich verlegen. Das machen wir alles morgen. Jetzt ist nur einmal Testlauf, ob es funktioniert. Mittel habe ich schon eingefüllt, das Frostschutzmittel, ob das alles dicht ist und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder. Schauen wir uns das Ganze nochmal bei Tageslicht an. So sieht's aus. Ich muss jetzt noch die ganzen Hydraulikleitungen und Kabel und was hier mit Kabelbindern einmal zusammenziehen, dass das ordentlich ist. Dann muss hier der Schlauch rauf, wo der denn den Überdruck abbläst. Da war ja der Schlauch hier drauf, aber der hat hier so eine komische Eiterbeule gehabt. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Schlauch passiert ist. Also hier kommt richtig so ein Zeug raus. Der kann wohl kein Öl ab. So, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen geholt. Der ist auch gleich länger, dass wir den dann schön verlegen können und der hier nicht die ganze Zeit auf meinen Ventilblock hier abbläst und da alles verschmiert. Den müssen wir dann auch noch rauffummeln. Ist ein bisschen schwierig, weil der ist natürlich noch, ja, brandneu und entsprechend hat er keinen Bock hier auf den Anschluss rauf zu gehen. Muss ich vielleicht mal mit Heißluftföhn warm machen. Ja, das ist so der Plan, ne? Wenn wir das fertig haben, dann kommt hier das Abdeckblech wieder rauf. Das ist die ganze Nummer Geschichte. Ja, das war jetzt doch nochmal ein Kampf. Ich musste das ganze Ding nochmal rausbauen, den ganzen Zumischer und das Druckbegrenzungsventil, um diesen Schlauch hier rauf zu kriegen. Ja, Katastrophe. Naja, auf jeden Fall. Deswegen muss ich jetzt hier nochmal Mittel einfüllen. Jetzt haben wir den Schlauch hier aber auch drauf. Das ist ja der Schlauch, wodurch der Überdruck entweicht. Und den habe ich ja länger machen lassen. Und der endet jetzt hier auf dieser Höhe. Ich hoffe mal, das geht mit der Matte, wenn die angezogen ist, sonst muss ich ja noch ein Stück abschneiden. Vorher hat der hier geendet, auf der Höhe. Und man sieht ja, dadurch, dass er auf dieser Höhe geendet hat, und da kommt ja auch manchmal so ein Öldunst und was weiß ich da alles raus, ist hier alles zugesifft. Und da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich den jetzt verlängert, dass er schön nach unten hin abbläst und diese ganze Geschichte hier entsprechend sauber bleibt. Gut, jetzt kommt hier noch das Blech rauf. Jetzt hier die ganzen Leitungen nochmal schön mit Kabelbindern alle fixiert. Blech rauf, dann kommt hier das Mittel wieder rein. Der Wälder ist wieder voll und ja, damit ist das Thema erledigt. Sehr gut. Moin Moin, ja, am nächsten Tag und ihr seht es vielleicht schon selber, wir sind bei Fricke
in Güum auf dem Gebrauchmaschinenplatz. 58. Hesinger Landmaschinenschau. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rum und gucken uns mal ein paar Maschinen an, ne? Hier schon mal Sahnestück, ne? Hallo, Radlader. Ja gut, aber der hat auch schon gelebt, ne? Warum kostet der nur 6,9? Alter Schwede. Der hat auch schon einmal eine Gast gegeben hier. Ja, so sieht ja auch aus nach 14.000 Betriebsstunden. Ich glaube, das ist mehr so die gemischte Ecke hier, wo alles Mögliche rumsteht. Beziehungsweise die Träger mit Frontlader oder was weiß ich hier. Oh, was haben wir hier? Ein Case. Magnum. Ja, mit den Dingen habe ich auch gar keine Erfahrung, ne? Alter. Junge. Ja, also. Da bedarf das wohl meiner Scheinwerferpolitur. Soll das Ding kosten? 80.000 Euro, ja, nee, ist richtig. Die roten Pornosessel. Ah. Boah, aber ist bequem, ne? Kann man nicht. Oh. Alter Schwede. Schon richtig ausgejuckelt hier, guck mal an. Also es sitzt sich geil auf dem Sitz, ne? Kann man nicht sagen, ne? Aber ist das hier Schimmel? Ja. Ah, sieht so aus, ne? Der ist so ein bisschen. Der ist ein bisschen gebumst. Aber die Kabine finde ich echt. Echt in Ordnung. Vom Sitzen her, vom Platz zur Seite hin, von der Übersichtlichkeit nach hinten kann man eigentlich nichts sagen, ne? Ja, werde ich jetzt zum Case-Fahrer? Man weiß es nicht, ne? Nein. Schöner Schlepper auf jeden Fall, aber so ein Ding gehört halt auch auf den Acker, ne? Ganz klar. Aber was mich wundert, ne? Sind die Reifen vorne 30 Zoll, 600, kommen mir irgendwie so klein vor, ne? Und hinten, ja. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber der hat mal richtig gerissen, ne? Das ist ja komplett hinüber, der Reifen. Scheiße. Überall an den Seiten, ne? Der hat gelebt, sagen wir es mal so. So, hier haben wir 2939 in schwarz. Und ey, ich muss ehrlich sagen, entweder bin ich schon so an den Xerion gewöhnt, aber mir ist niemals aufgefallen, dass der Einstieg bei den Fans so seicht ist. Ich meine, gut, beim Xerion habe ich ja wirklich eine senkrechte Leiter fast, aber das ist mir nie aufgefallen. Aber ich muss sagen, ne, dieser Schlepper hat 7000 Stunden gelaufen. Alter, sind die alle im Steinbruch damit gefahren oder was? Alter, was haben die denn damit gemacht? Ich verstehe es nicht, ne? Hier haben wir jetzt die ganze Reihe, also da vorne steht ja der Case, der Magnum, und jetzt hier die ganze Reihe 900er und 800er Fan. Hier tatsächlich zwei schon in der neuen Farbe, ja. So, der erste Schlepper aus der John Deere Reihe, ein 6115 RC mit Frontlader. Schöner Schlepper für so einen Reitbetrieb, ne? Kann man ja nichts anderes sagen, also. Schön geräumig, wendig. Hochgezogene Frontscheibe. Die Frontladerbedienung. Sieht irgendwie mit der Farbe so ein bisschen. Ja, ist auch, glaube ich, kein Original John Deere. Bisschen nachträglich angebaut, aber. Schöner Schlepper. Man kann natürlich durch das Fenster jetzt hier auch richtig gut die Unterlenker sehen. Ja. Ja, jetzt kommen hier die ganzen Airs. Also ich würde sagen, ne, der hat auch schon ein bisschen gelebt. Junge, auch wieder hier die Hellerscheibe, genau wie das bei mir am Xeon das Problem war. Dass da immer Feuchtigkeit reinkommt, ne? Aber generell, also hier muss ja mal richtig Hitze gewesen sein. Ja, hat auf jeden Fall gearbeitet, das Ding. Ja. 9000 Stunden. Aber, Alter, 64.000. Junge, was machen die denn damit?
Das ist Mais. Das ist vom Maisfahren noch. Das ist verschimmelter Mais. 64.000 und du bist dabei. 64.000 du fährst John Deere 6R190. Genau. Erste Generation von den Rs mit dem kleinen Display noch. Autopower. Alter, hat er mal eine reingebissen oder was? Ja, ein Schlepper, den ich tatsächlich noch nie gefahren bin. Ich bin noch nie einen 7R gefahren. 70-30 und 8R und 6R und 80-20, ja, ne? Aber einen 7R bin ich noch nie gefahren und saß auch noch nie auf einem drauf. Da werden wir uns jetzt erstmal raufsetzen. Hier schön für diese Zwillingsreifen. Da wird hier der Ring vom Zwillingsreifen reingeschoben, sieht man ja auch hier. Und dann mit so Haken wird das dann hier zusammengezogen. Zwillingsreifen hinten und Zwillingsreifen vorne. Und was meinst du? Ja. 7R ist geil, ne? Oh, die Parksperre rein. Oh, da hat schon einer ein Funkgerät ausgebaut, was da mal drin war. Und das ist hier das E23 Getriebe, meine ich. Auch hier schon neues Display, oder großes Display, Multifunktionshebel und genau wie beim 8R, hier unser Kühlschrank. Der ist richtig geil. Der wird auch richtig schön kalt. Gott, schnell wieder zumachen. Aber das ist wirklich eine richtig geile Sache bei den großen John Deere. Was ich hier sagen muss, gut, beim 8R baut die Haube hier natürlich noch ein bisschen breiter auf, aber, gut, ich sitze jetzt auch auf dem Beifahrersitz, aber richtig, richtig gute Übersicht. Daneben 792R. Was soll das Ding denn kosten hier? 99,9. Und hat gelaufen 5400 Stunden. Ja. Ist gekauft, ne? Oder? Ja. Junge. Ja, und genau dieses gleiche Problem hatten wir auch bei den großen 8Rs schon, dass die Kotflügel hier an dieser Stelle hier immer hinter den Hubstreben hängen bleiben und dass dann immer man den ganzen Kotflügel mit hochreißt. Hier hat man das jetzt schon gelöst, indem man das Stück ausgeschnitten hat, aber man sieht ja, hakt das immer noch hinter, ne? Aber das Problem ist bekannt, das hatten wir bei den großen 8Rs auch. Ja. 5 Steuergeräte, Load Sensing, der übliche Kram. Und auch hier wieder zu sehen, genau das gleiche Problem. Jetzt beim 7290R hier haken die Unterlenker hinter. So, jetzt hier besonders John Deere in Orange. Na, was sagst du der Farbe? Weiße Felgen mit Reifenregeldruckanlage und oranger Trecker. Pottenhässlich. Von Lohnunternehmen Struss. Pottenhässlich, sagst du? Ja. Ja. 8500 Stunden. Ja, vor allen Dingen halt, ne? Ja. Der ist halt mal was anderes, ne? Passt aber nicht. Aus wie so ein Gemeindeauto. Gemeindeauto? Gemeindeschlepper. 7310R. Hier können wir mal sehen, wie die Reifenregeldruckanlage verbaut wurde. Hier hat man einfach dann halt ein Flacheisen reingesteckt und das Rohr verlegt. Oh, Ledersitz, Lederlenkrad und dann hier in der Ecke die Bedienung für die Reifenregeldruckanlage. Bei dem macht er, den ich mal gefahren habe, der hatte auch eine Reifenregeldruckanlage. Die lag aber hier auf dem Isobus. Ja, hier natürlich einfach nur geil, 8230, Alter, den hätte ich ja gerne, ne? Schon schön umgebaut auf LED, zornig bereift, Alter, geil. 30er Serie, oh, schon verkauft das Ding, 900er Räder, hier schön mit den US, ja, Blinkern noch drauf. Oh, das ist schon eine geile Karre, ne? So, denn hier 8R, neueste Generation. 710er Reifen, ne? Aber Kotflügel für was weiß ich, 8 oder 900er. Hier kannst du dich bei Regen wirklich unterstellen.
Übrigens, zu dieser Generation, zu den neuesten 8R, gibt es ein Video auf meinem Kanal. Habe ich mal aufgenommen. Guckt euch das gerne mal an. Ich verlinke euch das. So, jetzt kommt hier die Valtra-Ecke. So, hier haben wir jetzt ein Valtra, ein S394. Und geiler Schlepper. Ist auch ein Kandidat zum Forstfräsen tatsächlich. Also einer der wenigen Schlepper, die eine Rückvereinrichtung haben. Und ich war ja auf der Agritechnica und wollte mir bei Valtra ein Valtra mit Rückvereinrichtung angucken. Da gab es hier nur so einen kleinen mit Frontlader. Und dieser 394er hat tatsächlich eine Rückvereinrichtung. Das heißt, das werde ich mir jetzt erstmal angucken. Ist natürlich sehr interessant, die Maschine, weil 400 PS Leistung und Rückvereinrichtung. Soll kosten 180.000 Euro. Hier haben wir die luftgefederte Kabine tatsächlich. Der Schlepper hat jetzt 3400 Stunden, 400 PS. Ja. Sehr schön, 900er Reifen drauf hinten. Vorne haben wir 650er. Oh, schon ein gewaltiges Gerät, ne? 6 Steuergeräte. Gut, ist halt bekannt von Fendt, ne? Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass hier keine farbliche Markierung drauf ist. Die sehen alle gleich aus. Ja, gut. Denn weiß man ja auch nicht so richtig, was denn da Phase ist. Ja, aber an sich echt eine schöne Maschine. So, wir gucken uns den von drin nochmal an. Also was beim Raufsteigen gleich auffällt, ist einmal hier der Griff, ne? Und hier der Griff, der auch richtig stabil ist. Ja. Aber ich muss sagen, nach oben hin ist wirklich ein bisschen wenig Kopffreiheit. Also ja, die Kopffreiheit ist da, aber man fühlt sich sehr gedrungen irgendwie. Also der Himmel fühlt sich sehr nah an. Nach vorne ist extrem viel Platz. Ja, und zur Seite auch. Also was mich tatsächlich wundert, ist, dass hier die Kabinenhäume gar nicht verkleidet sind, sondern dass das jetzt rein Metall ist. Und was ist das denn hier? Ist das eine Standheizung oder was ist das? Weil die Klimaanlage haben wir ja da oben, aber was ist das denn? Oder das sieht aus wie so ein Ofen aus Russland. Fahrhebel liegt eigentlich sehr schön in der Hand und ja, man hat hier natürlich viele Bedienungsmöglichkeiten auf einem Hebel, ne? Ja. Und was hier natürlich die Besonderheit ist, die Rückvereinrichtung. Das heißt, hier seht ihr das Lenkrad. Hier unten kann man die Pedale sehen, mit denen man den Trecker dann fährt. Und dann haben wir hier tatsächlich hinter dem Fahrersitz nochmal das Lenkrad. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumprobiert. Also Lenkrad ganz nach vorne gestellt. Dann haben wir hier an der Seite so einen Hebel und damit können wir jetzt den kompletten Sitz drehen. So funktioniert das. Alter, das ist ja auch... Jetzt kommen wir hier an dem Beifahrersitz nicht vorbei, ne? So. Oh, immer noch nicht. Kann man den... Ach so, ja. So. Zack. Und jetzt haben wir eine gedrehte Kabine. Jetzt fahren wir rückwärts. So, wenn die Tür zu ist, dann sieht das jetzt so aus. Und das ist jetzt quasi... Also, man muss sagen, die Pedale stehen echt ein bisschen steil. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und bei dem kleinen Schlepper auf der Agritechnica war meine Schuhgröße tatsächlich ein bisschen zu groß. Aber sonst an sich eigentlich echt cool. Und dann sitzt hier mal, ja, so. Das heißt, man wird jetzt so sitzen und fahren. Man kann das sicher... Oh je, was ist da denn los? Um Gottes Willen. Man kann hier sicherlich noch irgendwie... in der Neigung einstellen. So wird das dann aussehen. Und dann kann man hier Gas geben, ne? Ja, nicht schlecht. Man kommt halt wirklich jetzt schlecht raus, ne? Weil auf dieser Seite haben wir keine Tür. Gut, man könnte hier natürlich irgendwie rumlaufen und dann hinterm Sitz lang, um auszusteigen. Ja. Man sieht halt, die Heckscheibe ist ein bisschen klein. Ja, aber sonst hätte ich tatsächlich wirklich gedacht, dass die Sicht schlechter ist. Also man sieht, dass ich mich immer so nach vorne beugen müsste, um rauszugucken. Aber ja, es geht eigentlich. Ist auf jeden Fall interessant, dass man das mal gesehen hat, wie das hier funktioniert. Jetzt habe ich mir das mal angeguckt und jetzt kann man das schon mal ein bisschen einschätzen, ne?
So, wir haben es ohne Verrenkung hier wieder rausgeschafft. Ja. Nee, also wirklich sehr schön, der Schlepper. Gut, wie gesagt, Fendt, Heck kennt man ja. Ja, schöner, interessanter Schlepper. Also könnte ich mir, wenn Nexerion irgendwann in 15 Jahren mal in Rente gehen sollte, könnte ich mir sowas durchaus als preislich interessante Alternative und vor allen Dingen universell einsetzbare Alternative vorstellen. Ne? So, jetzt kommen hier wieder die richtigen Buhnen. 61,90er Massey Ferguson. Geil. Auf so einem hatte ich übrigens Fahrschule. Damit habe ich meinen Führerschein Klasse T gemacht damals. Aber das waren 61,60. Oh, auch schon verkauft, das Ding. Ja, das sind Fahrschul-Vibes hier. Haha. Schön. Auch absoluter Klassiker. 51,20er. Maxum. Auch ein richtiges Liebhaberstück, ne? Oh, 19.000 Euro. Hat auch gerade mal 15.000 Stunden nur gelaufen. Das ist ja gar nichts. Jetzt werden die ganzen Case und IHC-Leute mir den Hals umdrehen. Ich bin der Meinung, der wurde ja in Neuss noch gebaut. Oder? Oder in England? Aber so von der Kabine her, von der braunen Verglasung, von dem dunklen Dach, hat das so richtig Amerika-Vibes. €40.000, das ist ja gar nichts. 6.000 Stunden, Panoramadach. Ja! Oh, die Sicht nach oben ist gut, ne? Können wir mal sauber machen, das Dachfenster, aber sonst. Schalter. Geil. So, wir sind bei Deutz gelandet und mir ist aufgefallen, genau dieses gleiche Ventil habe ich auch am Xerion für die Kabinenluftfederung. Jetzt weiß ich gar nicht, ich habe hier mal geguckt, aber ich kann das gar nicht erkennen, ob der jetzt auch eine luftgefederte Kabine hat. Muss ja, aber das ist ja interessant. Ja, was haben wir hier? Ein Argotron TDV 630 mit 6000 Stunden gekurbelt. Oh, dicket Ofenrohr da dran. Das ist ja... oh Gott. Ja, aber das ist natürlich immer mal eine schöne Möglichkeit, sich auch mal auf Schlepper von anderen Marken draufzusetzen, auf die man nicht so raufkommt. Also bis auf, dass es hier richtig eklig drin riecht. Ja. Playmobil, ne? Oder Lego, viele bunte Bausteine. Oh. Hier platzen schon die Knöpfe auseinander. Bei 6000 Stunden. Aber das ist natürlich wirklich cool hier, ne? Das Dach, was schön vor, nach, weit nach vorne geht, aufstellbar. Oh, das feiere ich, das ist schon schön. Und ganz charakteristisch ist natürlich der verzinkte Aufstieg, ne? Für die Schlepper. So, wir haben bald alle Farben, die es gibt, durch. Grün, blau, grün. Jetzt sind wir bei den roten angelangt. Marcel Ferguson. Und was hier tatsächlich auffällig ist, ist diese Oberlenkerhalterung. Habe ich so noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Echo-Ding ist oder ob das ja so ein Massey Ferguson-Ding ist. Ja, einfach und simpel gelöst. Ne? Das Problem ist nur, dass man so einen Oberlenker mit der Halterung eigentlich nicht im freien Handel bekommt. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr schön einfach und simpel gelöst, das Ding. 140 PS, 100.000 Euro. Geil. Ja, also... mal ein Fabrikant, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Jetzt so auf den ersten Eindruck muss ich sagen, die Frontscheibe ist ein bisschen klein und ich gucke, also wenn man guckt, dann guckt man hier irgendwie, weil der Himmel hier so runtergezogen ist, gegen so eine Wand. Hat man das Gefühl von der Rundumsicht. Ja. Ansonsten macht der Schlepper auf jeden Fall einen schön gepflegten Eindruck. Wir haben auch hier jetzt ein Joystick, der hier schon schön mit Isolierband verklebt ist. Geil.
Also von der Haptik her fühlen sich die Knöpfe auf jeden Fall sehr schön an. Ja, wie gesagt, von den Schleppern habe ich gar keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier Serie ist oder nicht. Oder ob das nachgerüstetes Parallelfahrsystem ist. Keine Ahnung. Ja. Aber fühlt sich wirklich, also von der Haptik, von den Knöpfen und so weiter, bin ich positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte da ganz anderes erwartet. Das gefällt mir, muss ich sagen. Wir haben zwar keinen Massey Ferguson Händler bei uns in der Gegend, beziehungsweise, naja gut, also HSL, die ja Echo vertreiben, also Valtra und Fendt, aber ein schöner Schlepper. Hier 8000er Massey Ferguson. Und was mir hier auffällt, ist dieser wirklich voll integrierte Frontkraftheber, der ja sehr kompakt aussieht. Hier im Vergleich dazu, ja, der normale Standardkraftheber, den man so ausklappt, hier mit so einer schönen Zugpendelhalterung, damit man immer alles dabei hat, und hier nochmal eine Fettpressenhalterung, ja, und hier dann halt voll integriert, ne? Sieht sehr, ja, sehr stimmig aus. Ja, wir sitzen jetzt hier auf dem 950 Axion. Kabine und so weiter ist ja genau gleich zu dem 960 Axion TerraTrak, den ich gefahren habe. Ja, und ich bin gerade am Überlegen, ob das nicht eine Alternative auch für einen Xeron wäre. Weil, wenn man den Sitz schön dreht, so, ich meine, gut, dann muss man halt trotzdem die ganze Zeit rückwärts fahren, ne? Aber auch an sich echt ein schöner Schlepper. Ich hätte ja gerne diese Bedienarmlehne in meinem Xeron schon. Das wäre echt cool. Ja, also wie gesagt, der Fahrhebel ist wirklich echt ein Meilenstein zu dem alten, den ich bei mir drin habe. Ne? Ist einfach so. Ich meine, gut, die gleichen Funktionen habe ich bei mir auch drauf. Vor, rückwärts, Hubwerk, Steuergerät, Sequenzen, Lenkautomatik, Tempomat ist bei mir genau das gleiche. Vorwärts, rückwärts ist bei mir auch genau das gleiche. Aber es liegt dann doch nochmal irgendwie besser in der Hand. Ne? Und wir haben hier halt noch einen Kreuzsteuerhebel. Der fehlt bei mir beim Xeron. Und den hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen Kreuzsteuerhebel. Aber ja, kann ich alles haben. Ne? So, jetzt geht's hier weiter mit den Feldhäckslern. Ich glaube, für einmal TÜV reicht das wohl noch, ne? Oder? Ja, und hier auch wieder ein Mähdrescher an den anderen angereiht. Der neue Trion. Und hier, ab hier jetzt Lexion. Also das hier ist, was Hydraulikschläuche und Leitungen und Gelenke und Rollen und Bänder und Lager angeht, echt die Endstufe, das Ding, ne? Oha. Das Band ist aber, das ist ja richtig komisch abgefahren. Ja, aber wie gesagt, diese Dinger sind, was Rollen und Technik angeht, einfach nur Endstufe, ehrlich. So, jetzt wird es hier interessant. Jetzt kommen hier nämlich die ganzen Güllewegen und Anhänger und Schubboden und Anbaugeräte. Ja, das ist immer so die... Ja, das ist immer interessant, was hier so noch alles Schönes rumsteht. Alter, hier mit so einer, mit so einem Seilzugtechnik zum Ausklappen, ey, das ist ja auch 90er. Oh.
Schubboden. Das scheint hier so eine Sandkarre zu sein, womit man Schotter und Sand und so ein Kram fährt. Ja, habe ich so auch noch nie gesehen. Hier die ganze Abschiebe-Mimik. Irgendwo müssen hier Daten von der Karre sein. Hat auf jeden Fall auch schon gearbeitet, ne? Ne, hängt kein Zettel dran, ne? Fliegel ASW 31 Tonnen. Aber für den Baustelleneinsatz, ne, oder beengten Verhältnissen, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Aber steht nichts dran. Ja, dann haben wir hier noch, ja, was ist das denn hier? Ach, das ist hier so ein Schredder, ne? Ein Düker Schredder mit Hatz Dieselmotor. Geil. Ha, 4000 Euro, Alter. Und wie viel hat das Ding gelaufen? 5799 Stunden. Alter Schwede. Hat schon gelaufen, das Ding. Ja, schöner Amazone Salzstreuer für den richtigen Winterdiensteinsatz. Mit 22.000 seid ihr dabei, oder? Ja. Jo. Ein schönes Siloschild. Das ist natürlich interessant für mich, ne? Ist das hier, ist schon verkauft, okay, ja, schön. Sieht aber, nee, selber gebaut sieht das nicht aus, aber sowas, BMO, ja. Und dann haben wir hier noch so eine OCE Silagefolge und die Dinger sind so das Nonplusultra und die Dinger kosten auch Nonplusultra. Also ist halt eine Grüngutgabel, kann man aber auch zum Maisschieben benutzen durch diese Platten hier. Richtig geiles Teil. Ja, und kostet einfach mal entspannte 17.000 Euro, ne? Aber ist wirklich eine sehr schöne Gabel. So eine hätte ich echt gerne. Also damit scheint man richtig gut Silo bauen zu können. Sehr, sehr schöne Maschine. Ja, wenn es denn hier weitergehen soll mit der Silagetechnik, gleich noch hier so zwei schöne alte Verteiler. Da steht der Grüngutkolonne nichts mehr im Wege. Och, Schnapper, 700 Euro. Ist auch schon verkauft, das Ding. Und was haben wir hier? Ach, Kono sind das. Kono Ballenwagen. 38.000. Drei Achser. Hier halt eine Seite zu und eine Seite zum Aufmachen. Und hier dann die Variante, beide Seiten zum Aufmachen. Ja, hier Schwattlüfter, Elho. Einfach nur eine Pickup, die das Stroh einmal wendet. Ja. Wo liegen wir da preislich? 10.000 Euro, Alter. Ja. Gut. Ist natürlich, ja. Ist halt einfach nur eine Pickup, die 10.000 Euro kostet, ne? Auch hier wieder so ein Fundstück, dieser pneumatische Streuer. Ich bin nämlich an überlegen, ob ich mit meiner Fräse Grünland durchfräsen kann und Gras nachsehen kann. Dafür bräuchte man natürlich so ein Ding. Jetzt kosten die Dinger von APV 4,5. Das Ding soll 890 Euro kosten, aber ja, nicht ohne Grund. Und die ganze Steuerung fehlt auch. Also ja. Da lässt man, glaube ich, lieber die Finger von. Hier stehen noch schöne Krampe-Kipper. Die ganzen Erdbaummulden. 53.000 Euro und ihr seid dabei. Schöne Hilkenmulde. Ha, 27.000 Euro. Ja. Reifen so runter, ich kann es mal neu machen. Aber sonst auch ein sehr schönes Fahrzeug. Oha. Ja, also ne, für einen Baustelleneinsatz. Ein paar Farmtech-Kipper.
kommen hier ein paar Lommerkipper und ein Kono-Anhänger. Aus dem Hamburger Land zur Unterstützung. Zum richtig Fläche machen hier noch so ein schöner alter Mischstreuer. Ja. Na, Murat, was soll das Ding kosten? Ich sag 200 Euro. Ein Unsinnstreuer und kostet, alles klar, 583 Euro dafür? Na ja, gut, aber Streuwerk sieht halt auch sehr gut aus, ne? Nicht groß abgenutzt, gibt's, habe ich schon schlimmere gesehen. Ja, dann hier auch eine interessante Maschine für mich. Ein Paraflug, also Tiefenlockerer, nur dass hier die, ja, Lockerungszinken halt entsprechend schräg im Boden stehen und dadurch wird der Boden beim Lockern nicht gewendet, sondern nur einmal angehoben. Ja, ist auch sehr interessant. 11.000 Euro, genau. Ja, und hier jede Menge Bodenfräsen, Mulcher etc. etc. So, dann kommt hier noch eine Reihe mit Ballenpressen. Hier noch ein paar Bodenbearbeitungsmaschinen und dann sind wir auch durch hier. Auch eine Maschine, die man nicht so häufig sieht, ist diese Göweil-Presswickel-Kombination. Konnte man so bestellen bei Göweil und ja, die haben dann halt einfach eine John Deere-Presse genommen. Also haben hier so ein Gestell gebaut, wo dann hier halt hinten der Wickeltisch dran ist. Sieht man ja alles, was blau ist, von Göweil und haben da halt eine, ja, eine John Deere-Rundballpress reingeschraubt. Und das ist dann die Göweil Presswickel-Kombi. Kostet 10.000 Euro, das Ding. Hat auch schon gelebt. Also, ja. Hat wirklich schon gelebt. Hier nochmal das gleiche Spiel von Göweil, nur halt mit einer Welker-Presse. Ich glaube, man konnte sich das ab Werk auch aussuchen, was für eine Presse man da reinhaben wollte. Weiß ich jetzt nicht, aber genau. Ist mal ganz interessant. Und dann haben wir hier noch ein, ja, das ist ein Wickler für Quaderballen. Habe ich noch nie gesehen, so ein Gerät. Ja, die Deichsel ist dann im Betrieb in die andere Richtung geschwenkt. Und dann werden hier mit diesen, ja, Widerhaken die Quaderballen aufgenommen, hier zugeführt, mit diesem Förderband auf den Wickeltisch gefahren und dann zwischen diesen gelben Walzen eingeklemmt. Die drehen den Ballen und gleichzeitig dreht sich der Wickelarm und wickelt die Quaderballen ein. Hier geht es dann weiter mit den Pressen. Und dann geht es hier jetzt mit den richtig schönen Großpackenpressen weiter. Hätte ich ja auch Lust zu. Ne? Eine Großpackenpresse kann man auch schön in den Xerion hängen. Der hat dafür auch die nötige Leistung, um da richtig was mit zu schaffen. Aber preislich auch nicht darstellbar. Ne? Also hier so eine Quadrant 3200 kostet mal noch entspannte 60.000. Und hatte aber auch schon richtig was gesehen. Ne? Hier nochmal von Krone, der Big Pack. Ja, von 2014 58.000 Ballen gepresst, ja. 58.000 Ballen. Und wir sind hier bei 70.000 Euro, ne? Also nicht mal ebenso finanzierbar. Ja, hier alte Generation, Klaas Quadrant und neue Generation. Ah, diese alten Maschinen, die ich mag die echt gerne, ne? Schön eckig und ja, solange sie noch ihre Arbeit tun. Ja, wie funktioniert so eine Quaderballenpresse? Ihr seht da hinten diese Gitterstäbe, die hochkommen. Das ist der Presskolben, der bewegt sich vor und zurück und presst dann entsprechend das Stroh zusammen. Und mit diesen Zylindern kann man hier auf diese Rohre Druck ausüben. Das heißt Druck von der Seite. Also man kann diesen Kanal in der Höhe und in der Breite verengen und dadurch den Pressdruck beeinflussen. Wenn der Ballen dann entsprechend auf gewünschte Länge gepresst ist, dann ja, wird die Bindung ausgelöst und der Ballen rutscht dann hier über die Ballenschurre nach unten auf den Boden.
So sieht das Ganze dann aus, wenn das zusammengeklappt ist. Und ja. Aufgenommen wird das Futter dann entsprechend hier über die Pickup. Hier einmal durch den Rotor gezogen und dann sehen wir da den Presskolben und die Zuführung in den Presskanal. Ja, und hier auf der Presse kann man dann hier die Knoter sehen. Das sind die Knoter, die dann die Ballengarne zusammenbinden. Hier jetzt schönes Saphir-Schiebeschild zum Mai-Schieben. Kostet 9.900 Euro. 10.000 Euro für eine Breite von 5 Metern. Kann zum Schieben und zum Ziehen genutzt werden. Sieht man ja. Doppelseitige Schürfleisten. Und hier haben wir nochmal so eine, ja, Schiebeschild stehen. Was dann halt aber nicht hydraulisch klappbar ist, sondern nur, ja, ein reines Schiebeschild ist, ne? Hier sind wir bei 4-4. Ja, hier hinten haben wir jetzt noch ein paar neue Maschinen stehen. Vor allen Dingen Wender und Schwader, das ist, glaube ich, nicht so interessant. Hier noch ein bisschen Kommunalgeräte. Unter anderem hier ein Stieger mit so einem, ja, Abflammgerät für Unkraut. Ja, und hier eine alte HD-Ballpresse. 2000 Euro und ihr seid dabei. Mit Ballenschleuder und allem dran. Ne? So, hier nochmal eine kleine Auswahl an REC Jumbo 2 Silo-Verteilern. Auch interessant für mich zum Silo Baum mit Xerion. 12.000, 13.000 Euro. Also ich bin der Meinung, das ist auf jeden Fall die richtige Größe, Jumbo 2. Ja, ich mache hier wohl mal so ein Paketkauf. 4 Stück. A12.9. Gewaltige Trommel. Zum ja, Grünschnitt einsilieren, zum Silo verteilen. Muss ich auch mal im Auge behalten. Ja, und an dieser Stelle mit diesem schönen Josken Wiesenstriege hier im Hintergrund würde ich sagen, das war's für dieses Video. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da und abonniert den Kanal auf jeden Fall. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn es wieder ein Video gibt. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein!